Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es einmal ein bisschen um was anderes, und zwar in Hamburg. Touriguide Deluxe. Oh, ich kriege die ganze Lichter ab. Ist egal. Ich bin heute Abend ein bisschen an der Alster unterwegs gewesen und habe ein paar Fotos gemacht. Und in diesem Zusammenhang wollte ich euch mal ein bisschen mitnehmen, was ich hier so mache, wie das Ganze so aussieht und natürlich auch mal zeigen, wie Hamburg bei Nacht aussieht. Das Ganze nicht sonderlich vorbereitet. Ich habe jetzt hier mein Handy für den Ton, weil das Mikro an der Kamera jetzt nicht vorhanden ist. Und da denke ich mal, dass ich euch mal ein bisschen zeige, was hier so abgeht. Also irgendwo hier sieht man die Fontäne an der Alster, da oben den Mond, der scheint. Und irgendwo da müsste mein Auto sein. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir einfach ein paar Fotos geshootet. Ich bin auch selber noch nicht so der super Foto-Experte. Ich probiere mich hier selber ein bisschen aus und werde mal ein, zwei Fotos einblenden. Ansonsten, wenn ihr mehr Fotos sehen wollt, habe ich auch die bei Instagram hochgeladen von mir, @markmonetti. Wenn euch das interessiert, schaut da mal vorbei. Ansonsten heute mal kein N52-Thema, auch wenn mein BMW da hinten mit am Start ist. Und dann gibt es gegen Ende noch ein, zwei Schwenks hier aus der aktuellen Situation hier, dass ihr mal ein bisschen seht, wo mich rumtreibt. Vielleicht schnappe ich mir die Kamera nochmal, hole die ins Auto rein und drehen wir hier eine Runde, dass ihr auch mal ein bisschen sehen könnt, wie das Ganze hier aussieht. Aber ansonsten wünsche ich euch frohe Ostern, bis bald, schöne Grüße, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wo es wieder um N52 und alles weitere auch geht. Also haut rein, Jungs, peace! So Leute, was geht ab? Ich drehe jetzt einmal eine kleine Runde mit euch um die Alster und zeige euch einmal Jungfernstieg, erzähle gleich mal ein bisschen was dazu. Das Ganze jetzt ohne mein Gesicht, aber dafür Kamera geradeaus aus meinem Auto. So, hier stand ich eben, habe ein paar Fotos gedreht. Oh, doch ganz schön hell, ne? So. So sieht das Ganze einmal aus. Aktuelle Uhrzeit 5:12 Uhr auf dem Mittwoch. Und dann haben wir einmal hier rechts das Hotel. Das ist das Vier-Jahreszeiten-Hotel. Alles ein bisschen altbacken gehalten. Ja, wichtigsten Sachen sind natürlich links von uns ist gerade die Alster. Dann rechts von uns einer der Hotspots natürlich Starbucks. Da war es natürlich immer am Start. Ja, aber jetzt ein bisschen schwer zu sehen. Jetzt kommen wir hier gleich die. Kann ich das hier drehen ein bisschen? Einmal hier. Bekannte Raserstrecke auf jeden Fall. Hier stehen jetzt zwei Blitzer. Das ist seit, glaube ich, 2 Jahren neu. Vorher war das immer so, dass man das hier so die Proll, Swag, Gangstermeile war, wo man immer Gas gegeben hat. Das heißt, wenn man hier im Sommer gechillt hat, konnte man immer davon ausgehen, dass sie die fetten Karren, alles mögliche in Hamburg, Lamborghini, AMGs wie Sand am Meer, Porsche und. Hier halt in dieser Straße entlang gepäst sind. Und ja, auf dem Stück hier, sage ich mal, bis hinten durch, jetzt muss ich die Kamera drehen, bisschen interaktiv hier, bis hinten durch auf jeden Fall, da Jungfernstieg. Die Autos kann man sich ausdenken, das ist schon gute, ja, 500, 700 Meter, ich guck mal, wie viel es ist. Man hört es auch, da rechts ist der Blitzer, dass die Leute hier einmal durchgetreten haben, da war es so easy mit 130, 140 in der City unterwegs. Was natürlich einmal für uns Autoverrückten nice ist, dass man halt die ganzen exotischen Autos alle einmal hört und
mal alle möglichen Variationen auch hört. Natürlich aber auf dem Samstag, wenn hier echt einiges los ist, ist es nice, dass noch nichts passiert ist. Man kann sich aber denken, dass hier einiges passieren kann. Natürlich, wenn man mit 100 in der City unterwegs ist, auch wenn man nur einmal kurz durchlädt, aber man weiß ja, wie schnell die Autos mittlerweile von 0 auf 100 sind. Ja, ich drehe die gleiche Tour gleich nochmal zurück, dass ihr wenigstens ein bisschen noch was zu sehen bekommt. Alles ein bisschen complicated gerade. Aber das kriegen wir hin. Hier ist nämlich eine neue Baustelle, neuerdings. Nervt ein bisschen, vor allem staut sich das Ganze. Aber glücklicherweise jetzt, wo viel, viel weniger los ist, Corona-mäßig, hält sich das alles noch in Grenzen. War schon mal schlimmer, das Ganze. Und ja, immer jetzt ist links von uns die Alster. Also wenn ihr eben jetzt die Fotos gesehen habt und die Fotos, die ich gemacht habe, gesehen habt, dann ist das jetzt genau die gegenüberliegende Seite, auf der wir gerade entlang fahren. So, jetzt halte ich hier gleich einmal an und drehe gleich einmal und dann fahren wir die gleiche Tour noch einmal zurück und dann werde ich auch noch was dazu erzählen. So, jetzt ist rechts die Polizei von mir. Die habe ich eben schon von hinten im Rückspiegel in der Ferne entdeckt. Ich habe da den Polizeiblick. Da sehe ich nämlich immer sofort, was los ist. Ich guck mal nicht rüber auf kriminell, ganz normal verhalten. Nein, ist ja eigentlich nichts los. Man darf hier wohl abends hier filmen. Aber ich habe halt den Master-Polizeiblick. Ich sehe die immer schon aus 1000 Kilometern. Ich guck mal, ob ich das jetzt einmal einfangen kann. Also hier vorne stand ich eben neben der Parkuhr-Dingens und habe dann gefilmt für euch. Jetzt drehe ich mal die Cam. Keine Ahnung, ob das funktioniert, weil da ist noch was dazwischen. Jetzt irritiere ich das Ganze wieder und drehe nochmal eine zweite Runde mit euch. Ja, einfach direkt zweite Runde hinterher. Also hier rechts sind auch noch die Kolonnaden. Kriege ich ein Schwenkchen mal rein. Mache ich mal für euch. Hier, da ist das Starbucks. Weiß nicht, ob ihr den jetzt sehen könnt. Hier ist nochmal so ein bisschen Passage auf Fußgänger-Style. Hier das Nivea-Haus. Und wir kommen auch gleich an meinem Lieblingsladen vorbei, dem Apple Store am Jungfernstieg. Bin ich auch echt happy glücklich drüber, dass wir einen tollen Laden wie Apple hier haben. Dass man nicht fern von seinen Problemen unterwegs ist. Ja, wie gesagt, hier ist der Blitzer, rechts davon ist der Apple Store, man sieht auch den Mond, eigentlich ganz crazy. Jetzt hier rechts auf der Seite ist der Apple Store. Gerade hier ist halt überbelichtet gerade, sorry, aber da ist der Apple Store. Und dann hier jetzt links von uns die Alster und auf der rechten Seite ist das Rathaus, da sieht man es, derbe nice. Also eigentlich so mal ein bisschen die Insights hier. Hier vor uns, das ist die Europapassage. Ist auch nochmal ein Einkaufszentrum, wo man unterwegs sein kann. Ist aber eigentlich eher ein Flop, das Ding. Also es ist irgendwie, man muss sich das so vorstellen, dass man so sieben Dinge, die denken, ich bin besoffen. Dass man so gefühlt sieben, acht Etagen hat. Ganz oben haben die jetzt neuerdings einen Food Court hingebaut. Also da kannst du halt essen. Vorher war das halt so, dass das Essen unten war und oben waren dann nur Geschäfte. Die Geschäfte, die oben waren, taten mir natürlich hart leid, weil oben war in der Regel so gut wie kein Mensch unterwegs. Und die ganzen Geschäfte in dem Laden fluktuieren sehr häufig. Also es gibt immer wieder neue Geschäfte, die kommen. Viele, die drin sind, schließen, machen dicht. Also richtig hat das Konzept nicht funktioniert. Es ist auch eher ein Durchgang, dass man von dort aus, vom Jungfernstieg, durch die Europapassage geht hin zur Mönckebergstraße. Das ist jetzt rechts von uns, da fahren wir mal lang. Da können wir natürlich jetzt nicht mit dem Auto entlang. Aber hier vorne auch ganz interessant, zum Beispiel hier fährt jetzt die Bahn. Fährt die Bahn ein, weil dort nämlich der Hauptbahnhof ist. Dass ihr mal so ein bisschen so einen Eindruck kriegt. Na gut, das ist jetzt nicht der Hauptbahnhof. Dahinter ist der Hauptbahnhof. Da ganz hinten. Und was das ist, ganz ehrlich, ich glaube, es ist ein Museum oder sowas. Ich sag ja, Touri-Guide, absolut bin ich gar nicht. Kenne ich mich null aus. Ich weiß auch nicht, was das für ein Gebäude ist. Ich weiß, dass es halt schon immer da war. Und dass es nice aussieht und schick beleuchtet ist. Aber wie ich sagte, warte, wo ist der scheiß Knopf? Keine Ahnung, was da drin ist, ne? Absolut nicht.
Naja, Tour gehen weiter. So ein bisschen die Insights. Ich glaube, es ist Kulturhaus oder sowas. Kein Dunst. So, hier auf der Seite Hauptbahnhof. Dahinter ist ein Club. Irgendwie, wo man auch feiern gehen kann, ein bisschen dezentral, nicht alles auf Kiez fokussiert, sondern hier gab es auch, das Ding nennt sich Golden Cut. Ja, war da schon echt lange nicht mehr. Letzter Stand war halt relativ viel Drogen- und Prostitutionspublikum. Aber soll es ja geben in Hamburg, hat man schon mal gehört, dass hier, glaube ich, ein bisschen was mit Prostitution am Start ist. Hier sieht man einmal den, mach mal scharf hier, Junge. Warte, nein. Da. Hier sieht man einmal Hauptbahnhof, hier läuft alles zusammen. Jetzt rechts von uns geht zum Jungfernstieg, hier wäre die Alster. Und jetzt da gegenüber vom Hauptbahnhof ist dann der Eingang zur Mönckebergstraße. Und wenn man hier weiter geradeaus fährt, also Fluchtlinie ungefähr so geradeaus und hier folgt, kommt man, na gut, wenn man der Straße folgt, aber nicht der Luftlinie, kommt man Richtung Kiez und Hafen City. Das ist einmal so ein bisschen, ja, das sind so die nächsten Hotspots. Fahren wir jetzt, glaube ich, nicht alles ab heute, aber dass ihr einfach mal so einen Eindruck kriegt, wie das Ganze hier aussieht. So, einmal Schwenk, ganz fix Hauptbahnhof, ganz fix zurück Mönckebergstraße. Fahren wir einmal so dran vorbei. Das muss reichen, weil da leider was im Weg ist. Hier unter ist der, oh Gott, Wallfahrttunnel, Wohlfahrtstunnel. Keine Ahnung, Mann. Tausendmal durchgefahren, nie den Namen gemerkt. Nein, das ist der Wallfahrtstunnel. Natürlich weiß ich das. Und hier rechts von uns ist der, ich glaube, das ist Deutschlands oder Europas größter Saturn. Das ganze Gebäude halt, alles Saturn, alles Verkaufsfläche. Und unten drunter verläuft dann auch die S-Bahn. Das heißt, du kannst vom Saturn aus direkt in die S-Bahn hopsen und dann da wieder nach Hause eiern. So, dann fahren wir mal Richtung Hafen City weiter. Rechts von uns immer noch wieder Richtung Alster und City, da wo wir eben waren. Jetzt geht es hier weiter und wir fahren jetzt Richtung Hafen City. Wenn wir jetzt hier rechts weiterfahren, geht es Richtung Kiez weiter, auf direktem Wege. Wenn wir hier links einen Abstecher machen, geht's Richtung Hafen City. Da fahren wir jetzt auch mal lang. Hafen City auch immer echt nice zu sehen. Bin hier sehr gerne unterwegs.